Mein Name ist Christian Hanewacker vom unabhängigen Planungsbüro C2 Fachplaner. Wir wollen euch heute einen kleinen Einblick geben hinter die Kulissen unserer Arbeiten von einem unserer beiden Hallen-Festeinbauprojekten, und zwar in der Porsche Arena in Stuttgart. Dort wurde die Beschallungsanlage einmal komplett ausgetauscht. Wir wurden gebeten, uns die Bestandsanlage anzuschauen und den Status festzustellen. Dabei hat sich herausgestellt, dass viele einzelne Arrays nicht mehr funktioniert haben und leider die Ersatzteilversorgung des japanischen Herstellers nicht mehr gewährleistet war. Des Weiteren haben wir festgestellt, dass durch nachträgliche Einbauten leider im oberen Rangbereich ein großer Leistungsabfall festzustellen war. Und im Grundkonzept war es so, dass die vorderen Reihen einen fehlenden Richtungsbezug hatten. Ich bin Johannes May, ich bin technischer Leiter hier im Hallenduo Schleierhalle Porsche Arena, verantwortlich für die gesamte Veranstaltungstechnik und die technische Abwicklung aller Produktionen in beiden Häusern. Wir sind aktuell in der kleineren der beiden Hallen, der Porsche Arena, die 2006 fertiggestellt wurde, mit einer Maximalkapazität von 7.500 Personen bei einem Boxkonzert. Realistisch bei einer unbestuhlten Tourneeproduktion liegen wir bei 6.000 bis 6.500 Personen. Produktionen sind bei uns breit gemischt. Wir haben zwischen Sport, wie jetzt heute Handball-Länderspiel, über Firmenveranstaltungen wie Hauptversammlungen, Mitarbeiterversammlungen und Ähnliches, auch den klassischen Tourneebetrieb. Als Besonderheit ist, dass das Hallenduo über ein Foyer beide Hallen verbunden sind. Das heißt, Porsche Arena und Schleierhalle können direkt miteinander genutzt werden auch für Veranstaltungen doppelt genutzt, wie bei einer Hauptversammlung von Porsche, wo das Plenum hier in der Halle ist, drüben der Ausstellungsbereich, oder beim Porsche Tennis Grand Prix, wo wir hier den Center Court haben, drüben in der Schleierhalle den Court 1 und Court 2 und das Village. Dadurch sind wir eigentlich als Alleinstellungsmerkmal wirklich die einzigen Hallenkomplex dieser Größenordnung, der das in Europa anbieten kann. Wir hatten mit dem Bauer eine Beschallungsanlage für die Ränge mitbekommen, die nun über die Jahre in die Jahre gekommen war. Das war 2006, ist mit installiert worden. Dementsprechend war sie dann 2020 schon 14 Jahre alt. Wir hatten das Problem, dass Komponenten nicht mehr lieferbar waren. Wir hatten Ausfälle im System, die wir dann zum Glück kompensieren konnten. Aber die Ausfallsicherheit war nicht mehr gewährleistet. Und auch die Homogenität der Beschallung, wie wir sie geplant oder gewünscht war von den Veranstaltern, war einfach nicht mehr gewährleistet. Wir haben den erforderlichen Schalldruck nicht mehr bekommen. Bei den normalen Sportveranstaltungen, Handball, ist es extrem laut in der Halle durch Trommel und Ähnliches. Wir kamen dem bestehenden System nicht mehr drüber, liefen auf 100%, was wir nicht mochten, und haben uns dann entschieden, okay, wir müssen investieren, weil wir einfach für die Produktion nicht mehr gewährleisten können, dass das System einwandfrei und zuverlässig funktioniert, und haben dann gesagt, okay, jetzt ist die Zeit, wir können es umsetzen. Wir haben die Ressourcen und die Zeit und die finanziellen Rücklagen, um das zu machen. Also die Schwierigkeit in der Halle ist, dass wir für Tourneeproduktion mit den 12 Meter bis zur 2,50 Meter bis zur Lichtinsel eigentlich relativ tief sind. Daher war für uns ganz klar, die Lautsprecher können keinesfalls tiefer hängen, was auch die Vorgaben von Tennis angeht, die eine Lichterhöhe von über 12 Meter fordern. Zusätzlich war das Ziel, dass wir das Dach nicht noch weiter mit irgendwelchen technischen Einbauten zubauen, um eben die sämtlichen Möglichkeiten des Regens nach wie vor zu erhalten. Wir sind eine reine Breitelhalle, daher können zwischen den Trägern eigentlich nicht viel hängen. Wir haben gedacht, okay, wir lassen die alten Positionen da, wir wandern nur weiter in den Innenraum, um nach oben besser beschallen zu können, und halten das Ganze so filigran wie möglich, dass einfach nichts im Weg hängt und wir möglichst wenig für Tourneeproduktion abhängen müssen. Es sollten natürlich die alten Fehler behoben werden. Es sollten aber auch neue Felder in Stuttgart aufgemacht werden. Das heißt, Stichwort Technical Rider, es sollte halt möglich sein, für Fremdproduktionen auf große Teile der Anlage zurückzugreifen. Der Schlüssel dazu, dass es natürlich auch akzeptiert wird von fremden Produktionen, war, dass es halt namhafte Hersteller sein sollen. Und am Ende haben sich aus rein baukompakter Größe dann zwei Systeme herauskristallisiert. Von diesen beiden konnte sich dann final mit einem wirklich überzeugenden Preis-Leistungs-Verhältnis die Firma D&B herauskristallisieren mit ihrer V-Serie. Und das Ganze konnte dann auch doch recht schnell baulich umgesetzt werden. Nachdem wir schon viele Jahre mit der Halle in sehr engen Kontakt pflegen und auch in allen Richtungen zusammenarbeiten, war es dann relativ schnell klar, dass die Ausschreibung auf jeden Fall auch auf unserem Tisch landen soll.
Hat uns sehr gefreut, es war ein schönes Projekt. Macht man nicht alle Tage, auch vor der eigenen Haustür direkt, haben wir natürlich schon versucht, hier das Bestmögliche rauszuholen. Verbaut sind generell V12 für die Rangbeschallung, also 120 Grad Abstrahlwinkel in der horizontalen. Es gibt 4 Arrays mit 4 Top-Teilen und 6 Arrays mit jeweils 5 Top-Teilen, die quasi die Ränge von oben nach unten beschallen. Dazu gibt es noch 2 kleine Dreier-Cluster als Rangzusatz-Delay für eine HV oder eine Comedy oder eine kleinere Tourproduktion, wo man einfach sagen kann, okay, wir kommen mit dem Besteck, was die Tour dabei hat, nicht ganz über den Innenraum, sondern wir brauchen so quasi für die letzten 10, 15 Meter noch mal ein bisschen Backup. Dafür gibt es noch mal zwei Cluster, die tatsächlich als reines Innenraum-Delay quasi unabhängig von den Rängen zum Einsatz kommen. Hinter jedem von den 10 Arrays hängt ein 21 Zoll Subwoofer aus der Installationsserie von DNB, 21S, der einfach den Low-End-Bereich irgendwie mit abdeckt. Dann gibt es eine Spielfeldbeschallung als Dusche, 12 Duschen, 24S, auch aus der Installationsserie von DNB, die tatsächlich rein den Innenraum des Spielfelds, jetzt gerade beim Handball auch, mit Hupe und mit Hallensprecher und so weiter bespielen. Die Entscheidung ist letztlich auf der V gelandet, unter anderem wegen der Reitertauglichkeit, weil es einfach klar war, das System, die neue PA, soll auch bei Tourproduktionen angeboten werden können. Die soll auch bei Hauptversammlungen als Rangbeschallung angeboten werden können. Und wenn eine V-Serie hängt, praktisch jeder Tontechniker in Deutschland weiß, auf was er sich einlässt. In dieser Umsetzungsphase und Werksplanung gab es dann doch noch die ein oder andere bauliche Überraschung mit Ballnetzen und was es nicht so alles in so einer Multifunktionshalle gibt. Das haben wir aber sehr, sehr schön gemeinsam und auf Augenhöhe miteinander dann alles abgearbeitet und dann konnte auch wirklich in wenigen Wochen die komplette Neuinstallation der Anlage erfolgen. Die Anlage ist es soweit fertig funktionsbereit eingemessen. Sie hat jetzt aktuell noch keine Bestandsprobe bei voller Pallenbelegung gehabt. Da soll dann nochmal nachjustiert werden. Ansonsten haben wir einen zufriedenen Kunden, der, ich glaube, mit der Anlage in einem breiten Leistungsspektrum viele Jahre viel Spaß haben wird und auch die Ersatzteilversorgung die nächsten Jahre sichergestellt ist. Was uns natürlich bei D&B enorm gefallen hat, die haben einfach bis in die letzten Ränge hochgeschossen. Das war einfach bei allen sofort merkbar, dass der obere Bereich wirklich sehr, sehr, sehr gut abgedeckt war. Hier seht ihr schon im Rig unsere fertige Installation der V-Serie, die wir eingebaut haben. Wie man sieht, hängt sie auf maximaler Trimhöhe, dass wir die 12,50 Meter für ein Tennisturnier gewährleisten können. Die Resonanzen waren überragend. Die Leute waren schwer beeindruckt von der Abdeckung von oben nach unten komplett. Es war der immer fehlende Bassdruck war endlich mal vorhanden. Wir konnten die Lautstärke fahren, wie wir es uns vorgestellt hatten, waren leider aber bisher nur bei einer Maximalbelegung von 3000 Personen, nicht von den 6500, die wir dann bei einem Handballspiel haben werden. Aber es stimmt uns sehr zuversichtlich, dass wir das dann auch ohne Probleme abdecken können. Also beim Handball habe ich es gehört, auch mit den Trommeln in der Halle, wo es tatsächlich schon dann, auch wenn gerade wenig Publikum in der Halle ist oder kein Publikum in der Halle ist, aber die Fans mit den Trommeln sind natürlich trotzdem in geringem Maß da. Da wird es dann schon relativ laut in der Halle und es war tatsächlich nie ein Problem, da eine vernünftige Sprachqualität, auch mit Musikuntermalung, den Hallensprecher noch absolut perfekt verständlich durchzukriegen, war nie ein Thema. Also es war tatsächlich, hat die Erwartungen stellenweise noch übertroffen sogar.